Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario World Super Mario Advance 2. Und hier gibt es einen Geheimgang, den ich mir jetzt angeguckt habe und euch dann zeigen will. Der dann was freischaltet. Den wir dann danach manuell und hier an diesem Gerät speichern. Gleichzeitig. Ja, das war jetzt doof. Ja, das war ganz doof. Und dann versuchen wir nochmal weiterzumachen. Danach kann man nochmal was freischalten. Jetzt haben wir verkackt. Egal. Kein kaputtes Problem. Anderen passiert das auch. Ich habe mal eine Frage. Wenn ihr das dann seht, ne, könnt ihr mir vielleicht sagen, was besser zu mir passen würde, außer Sleeper JK LP? Weil ich habe das Gefühl, dass der Name nicht gerne so nicht so gerne genannt wird oder so. Oder gehabt, benutzt werden wird. Jetzt haben wir sie wenigstens alle gekillt. Gotcha! Hoffentlich behalten wir die bis zum Schluss. Den lassen wir einfach mal aus. Einem zweiten grünen Abflussrohr müssen wir dann rein. Scheiße, jetzt haben wir wieder verkackt. Ja. Tut mir leid. Also, auf jeden Fall müssen wir da rein jetzt gleich. Ich darf nicht so viel quatschen, wenn ich das oder mich nicht ablenken lassen. Quatschen sowieso, aber ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich habe jetzt einen Fehler gefunden, wieso der jetzt jedes Mal uns runterregelt auf 72 Dezibel oder 72% Lautstärke. Ich hoffe, das ist der Fehler. Oder der Computer macht das. Oder das neue Windows macht das jetzt von selber. Naja, ich kann mich auch selber lauter machen. Das Flackern kommt auch ohne die Aufnahme. Ich habe das nämlich ja eben ausprobiert. Habe ich das hinbekommen? So, jetzt müssen wir direkt weitergehen. Jetzt dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Ja. Apropos. Könnte es ein bisschen länger dauern? Von dem Affen dürfen wir uns jetzt nicht treffen lassen. Wieso kommt er auf jetzt? Na, jetzt kommt er nicht hinterher. Gut, ich habe jetzt gedacht, er wird jetzt wieder hinterher kommen. Früher, wo man kleinere Finger hatte, ging das irgendwie besser. So, da müssen wir da die Pflanze wachsen lassen. Wow. Das dürfen wir uns nur nicht treffen lassen. Zweimal. Was ist jetzt? Haben wir jetzt Stopp gedrückt? Oder was? Ja, haben wir anscheinend Stopp gedrückt. So, jetzt geht man hier hoch. Dann nimmt man hier den Schlüssel. Und dann stoppt man den hier rein und dann hat man den Geheimgang gefunden, der dann da die grünen Dinger freischaltet. Die Dinger da unten ist eigentlich total unnötig. Da kann man nur Level machen oder so. Also geht man einfach hier durch und schaltet dann die Dinger hier frei. Bats. So. Schalterpalast, der Schalter, den du gedrückt hast, verwandelt die grün
In die Dings. Jo, speichern und fortsetzen. Hoffentlich speichert das dieses Mal. Und hier gibt es auch noch einen Ausgang, den ich euch vielleicht zeigen möchte. Wenn wir da hinkommen. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Wir brauchen nur eine Feder oder auch keine Feder. Gotcha. Irgendwie hat man ja keine Münzen eingesammelt oder nicht alle. Fick doch nicht. Komm. Da jetzt. Da. Ganz verkackt, auf ganzer Linie. Warte. Ich hab's gleich. Gehen wir hier mal rein. Nochmal. So, jetzt ganz. Man darf nicht quer drauf. Ja, okay, da waren wir schon. Okay, die Level könnte man gebrauchen, ich weiß. Naja, wenn wir verkacken, fangen wir wieder von da an. Ja, okay. Ein Level dazu. Und besser als nichts, ne? Und nicht hier bei einfach, also ich meine das jetzt nicht böse, wollt euch nur was zeigen. Hier geht mal rein. Naja, so ungefähr. Naja, egal. Hier kann man auf jeden Fall noch ein paar Münzen, noch ein Leben machen dann. Wenn man da drauf besteht. So. Naja, okay. Ist nicht so wichtig, die Feder. Die Feder ist nur nachher fertig wichtig. So. Okay. Ach. Die Katze am Arsch. Jetzt geht mir das sehr dämlich auf den Sack. Dann warte ich hier einfach. Springen wir einfach. Nee, das geht. Naja. Ja, wir kriegen so oder so. Kommen wir jetzt hier weiter. Ob wir das eine freischalten, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ob ich das überhaupt schaffe. Deswegen. Natürlich, wenn wir jetzt hier mit der Feder rauskommen, unversehrt, wohlgemerkt, ja, ja, apropos. Die haben wir eben einfach, das Ding haben wir eben einfach überflogen. So, jetzt hier rein, dann kriegen wir wenigstens eine Feder und kommen da auch heile mit durch. Wir hätten da die eine komische Münze machen müssen. Ich habe jetzt auch hier nicht mehr auf der einen Taste den Ich habe eine Frage. Ja, hatte ich das schon? Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Könnt ihr, was wäre ein guter Name für meinen Channel? Könntet ihr mir dabei helfen irgendwie?
Ist der Name gut oder ist er irgendwie anstößig oder so? Jetzt haben wir eine Münze im Schiff. Na, wir können ja nochmal hier durch. Ja, okay. Gut, jetzt einfach hier weitergehen. Wenn wir müssen da oben hoch. Oder schaffen wir das auch so? Ohne. Da schalten wir nämlich wieder was frei. Nämlich das da. Ich weiß es nicht, muss man da extra was freischalten? Ich glaube, da muss man auch einen bestimmten Gang finden. Aber ich glaube, den habe ich selber schon mal früher gefunden. War ich hier schon mal drin? Weiß ich jetzt. Nö, auf jeden Fall nicht. Gut. Gut. Jetzt müssen wir hier hochkommen. Das muss gleich aufladen. Hier. Wieder Level geschafft. Und hier kriegt man noch eine Münze. Yay! Zumindest haben wir hier drei. Hier kriegen wir noch eine. Och, das ist immer... Scheiße. War hier noch was? Nö. Gut. Muss ich mir das... Scheiße. Ja, okay, das... Gut, dass wir gestorben sind, weil da habt ihr gesehen, war noch ein Loch drin. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, weil jetzt sind ja keine... haben wir keine Power-Ups mehr. Kurva Pitch! Entschuldigung. Nochmal. Jetzt ganz ruhig. Anscheinend hat man ja noch nicht alle Münzen gehabt. Ja, Drachenmünzen, da diese großen Dinger da. Ganz ruhig. Na. Das nervt jetzt.
Ja, geschafft, yay! Gut, bisschen Konzentration und da haben wir auch schon den nächsten Ausgang. Jo. Probieren wir hier nochmal. Ob wir hier das schaffen. Man darf sich ja Tipps holen, oder? Oder seht ihr das falsch? Seht ihr das vielleicht anders? Früher hat man das zwar nicht gemacht. Okay, dann wusste man auch nicht, wo da was ist. Vielleicht hat man das dann auch so voll mal gesehen oder so. Zumindest den einen in dem Wasserlevel, den hat man dann gesehen. Oder wenn man da mal aus Versehen diese grünen Dinger da freigeschaltet hat. Oder wenn man mit der Feder da losgeflogen ist. Hier muss man auch noch einen geheimen Ausgang finden. Jetzt habe ich ja schon wieder die Maus mitten im Spiel drin. So, erste Münze. Jetzt müssen wir hier wieder warten, bis da wieder der Kreis aufgeht. Und jetzt wieder. Wenn nicht, guck ich mir das nochmal an, wo der genau ist. Das war jetzt aber knapp. Also zumindest habe ich mir das so gedacht. Okay. So, wenn wir uns jetzt umdrehen, dann kommt. Hier machen wir uns mal frei machen. Und hier müssen wir drüber hüpfen. Ach, kommt her, kommt zu mir. Ach, was mache ich denn? So. Yay. Aha, ne. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Jetzt müssen wir da. Weg damit. Das wird wieder so ein. Das ist ja. Die heißen ja Rätselhäuser, glaube ich. Oder ich habe dem früher mal Geisterhaus gesagt. Zumindest das, was ich gelesen habe, habe ich dann. Muss hier immer tierisch aufpassen, was man hier macht. Weil die scheiß Geister einem ja hinterherkommen und dann. Ist mein Arsch gekniffen. Scheiß. Zumindest können wir hier schon mal hochgehen. Aber dann haben wir ja auch verpasst. Hier haben wir das auch verpasst, ne? Ja. Gut. Müssen wir das noch einmal machen? So leid es mir tut, aber müssen wir das nochmal machen. Ja. Mamma mia. Zumindest habe ich euch ja schon einiges gezeigt. Was man so nicht schafft. Oder was ich selber nicht wusste. Ich wusste zwar, dass man hier einiges freischalten konnte, aber wo und wie und was, da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ist ja auch nicht so schlimm. Dafür gibt's ja das Internet, dass man da nachguckt. Natürlich könnte man das alles selber machen, aber wenn es nach mir ginge, würde ich einfach durchgehen. Und dann.
Lauf, 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 lauf. Dass hier keine kleinen Geister sind, noch zusätzlich. So. Haben wir noch über 300 Sekunden. So. Gerade nochmal das Leben riskiert hier. So. Ach. Manchmal bin ich ein bisschen trottelig, gebe ich zu. Naja, zwei Geheimnisse haben wir schon mal. Und in dem einen Level noch, da wo man die Münzen sammeln kann, haben wir ja, habe ich ja euch schon mal gezeigt. Also ihr könnt nicht sagen, dass ich mir jetzt keine Mühe gebe. Euch noch was zu zeigen. Ja, da haben wir wieder eine E-Mail bekommen von dem Super Tool. Was sie jedes Mal die Ohren dann wegbricht. Früher hatte ich auch mal ein bisschen Angst davor. Wer hatte nicht früher mal. Na gut, irgendwann habe ich es überwunden, vor da sowas von Angst zu haben. Ah, komm. Mamma mia. Komm, das müssen wir doch schaffen. Hier gibt's. Ich weiß, hier gibt's ein. Gibt's hier oder gibt's hier nicht einen extra Ausgang? Weiß nicht. Zumindest aus dem einen, Geisterhaus. Ach, ich bin ein bisschen lebensmüde. Ja. Okay. Fortsetzen, ja. Jetzt machen wir mal gerade was. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, doch ihr seht das. So, okay. Dann zeige ich das euch mal. Wenn man hier auf dem Computer das Spiel hat, dann geht man hier auf da, saven. Dann ist es einfach gespeichert jetzt. Und ihr braucht keine Angst haben, dass der Computer irgendwie abkackt und ihr dann nochmal alles von vorne macht. Früher musste man das machen. Ich weiß, muss man da ganz zurück? Ich glaube schon, dass man dann musste man ganz zurück. Das war natürlich dann richtiger Abfuck. Aber so hat man die Level dann richtig studiert. Und wusste dann, wo alles ist ungefähr. Man hat dann auch was geschaffen, wo man sonst nicht hingeguckt hat. So wie zum Beispiel in dem Wasserlevel da. Ne? Jetzt wäre man ja gerade nicht hingekommen. Das müssen wir natürlich noch einmal machen für die Münzen da, zumindest die Münzen, oder einmal durchzukommen. Nur so zur Vollständigkeit halber. Was haltet ihr denn von Cooper LP? Findet ihr das irgendwie gut oder? Gut, jetzt haben wir den auch mal so geschafft, ohne dass man. So, weg hier. Bloß weg hier. Jetzt müssen wir noch in die andere Richtung. Da oben hat man ja. Okay, wir sind mal so rausgekommen. Naja, wir hätten jetzt die eine Münze da gehabt, ne? Richtig? Okay, gut, da gibt es keinen Geheimgang, aber man kann hier speichern. Gut. Dann kommt man nämlich hier hin. Zum Bowser-Level. Also, das ist das Ende schon mal. Für die, die es noch nicht wissen. Jetzt gehen wir aber wieder raus hier. Denn wir wollen ja uns nicht spoilern.
gibt noch einen Weg zum Star-Level, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, wo das funktioniert. Ich denke mal, aber das war es jetzt erstmal fürs Erste. Denn wir haben ja schon einiges freigeschaltet, was man so freischalten kann. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Sleeper. Ciao.